Erstmal vielen Dank an die Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Ausrichtung dieser Konferenz. Ich glaube, wir haben wenig Gelegenheiten, so tolle Sachen zu machen. Herzlichen Dank an alle, die das organisiert haben, dafür gesorgt haben, dass in- und ausländische Referenten da sind. Vielen Dank auch an die beiden Vorrednerinnen. Ich finde ja, dass die Nicole das besser dargestellt hat, als ich das kann. Und auch die Denkweise, die dahinter steckt, fand ich hervorragend. Die Kritikpunkte leuchten mir fast alle ein. Die werden wir sofort übernehmen und dran weiterarbeiten. Das soll ja auch der Sinn sein dieser Konferenz, dass wir dran weiterarbeiten und gleichzeitig auch eine Vorstellung davon machen, wie wir denn das zu einer zentralen gesellschaftlichen Auseinandersetzung machen können. Wie wir auch diese Position in den Gewerkschaften verankern können, was sonst noch für Bündnispartner da sind. Ihr habt ja gesehen, die Kolleginnen und Kollegen, die von Vivantes hier reingekommen sind, verkörpern quasi ein zentrales Problem der heutigen Arbeitswelt. Es sind praktisch Teile der Belegschaft abgespalten worden, ausgegliedert worden und damit gleichzeitig aus dem Tarifvertrag ausgegliedert worden, aus der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes und vorübergehend auch aus Mitbestimmungszusammenhängen. Es ist was in breiter Front in dieser Gesellschaft passiert. Die Annelie hat es, glaube ich, sehr gut dargestellt. Tarifflucht ist praktisch ein durchgängiges Merkmal der heutigen Arbeitswelt. Im Übrigen auch eine zentrale Zukunftsfrage für die Gewerkschaften. Ich meine, wenn den Gewerkschaften nicht mehr gelingt, auch nur noch für die Hälfte der Beschäftigten Tarifverträge abzuschließen, dann ist das ein hochbedrohlicher Zustand für die Bindekraft der Gewerkschaften. Das ist eine hauptsächliche Bindekraft, Tarifverträge herstellen zu können und durchsetzen zu können. Ich war diese Woche bei einer Gegendemonstration der Amazon-Beschäftigten. Ihr wisst ja, der reichste oder der mächtigste Verleger in Deutschland hat dem reichsten Mann der Welt praktisch einen Innovationspreis gegeben mit der Bemerkung für besondere gesellschaftliche Verantwortung. Der Jeff Bezos ist Besitzer von Amazon. Und die Innovation besteht in erster Linie darin, dass durch sehr traditionelle Ausbeutungsmethoden verfeinert und auf die Spitze getrieben werden. Was aber interessant ist, dass er verweigert ja nicht nur einen Tarifvertrag, sondern dort werden ja die Arbeitsschritte in Sekunden gemessen. Es gibt praktisch sowas wie eine digitale Überwachung der Beschäftigten. Und wenn sie auch nur Sekunden nicht arbeiten, werden sie praktisch mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen bedroht. Das wird bei uns belohnt in dieser Gesellschaft. Mit einem Preis, der auch noch öffentlich wird. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Hunderte von Beschäftigten in einem breiten Bündnis da waren und gegen diese Unverschämtheit protestiert haben. Was ein bisschen aufzeigt, nicht nur die heute hier waren, sondern Amazon, ganz viele Auseinandersetzungen in der Charité, bei Verkäuferinnen, an vielen anderen Stellen, wird längst auch um Elemente dieses neuen Normalarbeitsverhältnisses gekämpft. Es gibt Auseinandersetzungen schon, die wir auch ganz ernsthaft ins Visier nehmen müssen und immer wieder sehen müssen, es gibt offensichtlich eine wachsende Anzahl von Menschen, die nicht mehr bereit sind, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Und was wir jetzt versucht haben, ist, diese Kämpfe und diese Ziele von Kämpfen und diese Prekarisierung der Arbeitswelt, die Aufspaltung der Arbeitswelt, eine Antwort drauf zu finden und das in ein Gesamtkonzept zu gießen. Also nicht nur zu sagen, wir kämpfen an dem Punkt, an dem Punkt, an dem Punkt, sondern einen Gegenentwurf zu machen gegen diese Formation des Kapitalismus in der Arbeitswelt, die wir heute sehen und die in hohem Maße praktisch aufgebaut ist auf Prekarisierung, auf Deregulierung, auf Ausgrenzung und auf Spaltung und Fragmentierung der Beschäftigten. Was im Übrigen auch große Probleme für die gewerkschaftliche Organisierung verursacht. Es ist ja nicht so, dass die verschiedenen Gruppen von Beschäftigten automatisch miteinander um gemeinsame Interessen kämpfen. Sondern es ist ja in der Regel häufig so, dass sie sich eben voneinander abgrenzen und voneinander abspalten.
Wir kennen das, es gibt stillschweigende Vereinbarungen mit der Leiharbeit, weil man weiß, damit wird die eigene Kernbelegschaft ein Stück weit geschont, wenn es wirtschaftlich abwärts geht. Es gibt Abgrenzungen gegenüber Hartz-IV-Bezieherinnen, Erwerbslosen, es gibt Abgrenzungen gegenüber Leiharbeitern. Es ist nicht automatisch so, dass der Leiharbeiter mit dem Kernarbeiter gegen Leiharbeit kämpft. Es sind Bedingungen, die hergestellt werden. Und wir müssen wissen, dass natürlich das genau das Ziel und die Grundstruktur dieses bestehenden Kapitalismus ist. Er lebt davon, quasi die Leute aufzuspalten, und die betrieblichen Strukturen sind der Prekarisierung, dass Leiharbeit da ist, dass Kernbeschäftigte da sind, dass Solo-Unternehmen drin sind und so weiter, sind nicht irgendwie von der Konjunktur abhängig, sondern das sind bestehende Strukturen, mit denen die Betriebe und auch die Dienstleistungsorganisationen planen, und leider Gottes auch der öffentliche Dienst. Die meisten Befristungen und die meisten und viele Ausgliederungen gibt es im öffentlichen Dienst, obwohl wir doch sagen, der öffentliche Dienst muss eigentlich Vorbild für gute Arbeit sein und nicht für schlechte. Also eine ganz wichtige gesellschaftliche Auseinandersetzung. Und wenn wir das als Grundstruktur nehmen und auch als eine Grundstruktur, um die Gewerkschaften zu schwächen, was sie noch gar nicht immer richtig erkannt haben. Ich meine, wir dürfen uns ja nichts vormachen. Die Gewerkschaften organisieren noch rund, die DGB-Gewerkschaften, 10% der Beschäftigten. Wir haben einen Höchststand an Beschäftigung, das haben wir gesehen. 45 Millionen haben rund noch 6 Millionen Mitglieder im DGB, davon 4,5 Millionen betriebstätig. Das sind rund 10%. Das ist nicht Ausdruck quasi einer aufblühenden Stärke der Gewerkschaften, sondern Ausdruck davon, dass Dringendes geändert werden muss. Also wir wollen natürlich auch mit diesem Konzept des neuen Normalarbeitsverhältnisses wieder für Bedingungen kämpfen, die die Gewerkschaften stärken, weil wir brauchen starke kämpferische Gewerkschaften, die diese Verhältnisse verändern. Und das ist ein Grundgedanke, der diesem Konzept des neuen Normalarbeitsverhältnisses zugrunde liegt. Ein zweiter Grundgedanke, den hat Nicole angesprochen, wir brauchen praktisch ein Klassenverständnis aller Gruppen der Lohnabhängigen. Das heißt, wir müssen nicht die Sachen in den Vordergrund stellen, die die spalten, sondern die Dinge in den Vordergrund stellen, die sie zusammenbringen. Also die quasi gemeinsame Interessen formulieren. Es muss eben klar sein, der Kernarbeiter muss ein Interesse daran haben, Werkverträge, also die häufigste Form der Tarifflucht oder Leiharbeit, zurückzudrängen. Wir müssen die praktisch unter einen gemeinsamen Kampf bringen. Die Unbefristeten müssen Interesse daran haben, dass es nicht drumherum immer mehr befristete Arbeitsverhältnisse gibt, die im Übrigen ja auch ganz schwer zum Streiken zu bringen sind. Wenn du befristet bist, weißt du eben nie, ob die Befristung einfach aufgelöst wird, also endet, wenn du zum Streik gehst. Und deswegen haben wir ja auch so viele Schwierigkeiten im Einzelhandel, bei Amazon und anderen, wirkungsvolle Streiks zu führen, die Läden dicht zu machen, weil immer 20, 30, 40% Befristete drin sind, Abrufkräfte drin sind, Leute mit Mini- und Midi-Jobs drin sind. Also eine Struktur, die quasi spaltet und gewerkschaftliche Gegenwehr und Organisierung erschwert. Und das ist auch ein zweiter Hintergrund. Das heißt, wie kriegen wir ein Konzept hin, das die verschiedenen Beschäftigtengruppen zusammenführt, quasi einen roten Faden von gemeinsamen Klasseninteressen formuliert. Im Übrigen da der Ausflug kurz auf die Rechten, der Klaus Dörre, ist da schon da? Er hat ja da in einem Automobilwerk, den Namen verschweige ich jetzt, in Baden-Württemberg, in einer Untersuchung zu prekärer Arbeit die Frage gestellt: Eine Gesellschaft, die alle mitnimmt, ist nicht überlebensfähig. Und nicht, also sozialdarwinistische Frage eigentlich. Und in einem hochorganisierten IG Metallbetrieb, die durchaus streikfähig und zur Solidarität fähig sind, haben 51% diese Frage bejaht. Die haben quasi gesagt, wir können nicht alle mitnehmen, sonst ist diese Gesellschaft nicht überlebensfähig. Und was ist da eigentlich passiert? Das ist eigentlich ein Ausdruck ganz von 20, 30 Jahren neoliberaler Ideologie und Erfahrung,
dass man praktisch der Betrieb nur überlebt und leistungsfähig ist, wenn er im internationalen Konkurrenzkampf gewinnt. Und da setzen sich eben die durch, die die höchste Produktivität erzielen, die am leistungsfähigsten sind, und die werden dann auch prämiert mit 6.000 oder 8.000 Euro Jahresprämie. Und offensichtlich gehören aber bestimmte Teile der Bevölkerung nicht zu diesen leistungsfähigen Gruppen, zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger, vielleicht auch Leiharbeiter oder andere. Und man grenzt sich praktisch von denen ab und sagt, die machen ja keinen Beitrag zur Konkurrenzfähigkeit des Betriebes. Das ist praktisch eine Verinnerlichung quasi dieses Spaltungsgedankens und das eine Abgrenzung nach unten. Und das ist zum Beispiel ein großer Nährboden rechter Ideologie. Weil die rechte Ideologie nährt sich genau durch diese Abgrenzung. Und diese Abgrenzung nach unten und zwischen den Gruppen folgt dem gleichen Mechanismus wie die Abgrenzung gegenüber den Flüchtlingen. Es ist ja nicht umsonst so, dass der Höcke gesagt hat, wir sind die neue Arbeiterpartei ist blau. Und der Konflikt geht nicht mehr zwischen oben und unten, sondern zwischen drinnen und draußen. Das durchzieht ja diese Philosophie und die verfängt durchaus, nicht so, dass die nicht auch in die Betriebe einzieht. Und dem muss man natürlich ein anderes Bild entgegenstellen, nämlich das von gemeinsamen Klasseninteressen, die sich gegen eine andere Klasse richtet, ja, und nicht untereinander die Spaltungslinien vertieft. Und das ist ein wichtiger Grundgedanke dieses neuen Normalarbeitsverhältnisses. Was sind jetzt die wichtigsten Elemente davon? Die wichtigsten Elemente wurden ja von Nicole kurz dargestellt, ich betone sie aber nochmal, weil das auch vielleicht Ansätze von praktischen Initiativen sind. Das wichtigste Element ist erstens, dass wir Löhne haben, von denen die Menschen leben können und eine lebensstandardsichernde Rente ansparen können. Das bedeutet wirklich einen höheren Mindestlohn, wir sagen 12 Euro ist das Mindeste, es ist aber immer noch ein viel zu niedriges Lohnniveau. Aber das schafft man eine Untergrenze, von der man ausgehend ein höheres Lohnniveau erzielen kann. Das kann man nur schaffen, wenn die höheren Löhne, wenn die Hemmnisse für die Tariffähigkeit der Gewerkschaften beseitigt werden. Das heißt, wir müssen wieder durchsetzen, dass es normal ist, unter einen Tarifvertrag zu fallen und nicht die Ausnahme, wie wir gesehen haben. Diese Normalität wird natürlich hergestellt durch Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeit. Wir gehen da ein bisschen weiter wie der DGB und sagen, es muss ausreichend sein, wenn eine Gewerkschaft das beantragt. Ich weiß, dass es in den Gewerkschaften umstritten ist, weil es dann heißt, dann kriegen es alle und man muss das nicht mehr erkämpfen. Halte aber das für völlig falsch, weil die Gewerkschaften werden die Ressourcen nicht haben, das zu erkämpfen. Zumindest nicht Verdi. Also wenn du den Handel anguckst, der Haupttarifflucht geschieht durch Werkverträge und durch Franchise-Nehmer. Also Edeka, Rewe, andere große Konzerne gliedern quasi die Läden aus und geben sie den Geschäftsführern als inhabergeführte Betriebe. Damit fallen sie sofort aus dem Tarifvertrag und sofort aus dem Flächenbetriebsrat raus. Das heißt, es ist sowohl eine Flucht vom Tarifvertrag wie eine Flucht vor betriebsrätlicher Vertretung. Und das passiert tausendfach. Wie soll denn Verdi mit den begrenzten Ressourcen in den ganzen Läden erstmal Betriebsräte aufbauen und dann Häuserkämpfe führen um die Tarifbindung? Das muss man natürlich alles machen. Das muss auch eine Gewerkschaft machen. Aber es ist aussichtslos, das flächendeckend wieder rückgängig zu machen, nur über die tariflichen Wege. Ja, da musst du anders hergehen und das Problem für die Gewerkschaften ist, die Leute kommen und sagen, ich verdiene nur 9 Euro, im Einzelhandelstarifvertrag müsste ich aber 12 kriegen und du kannst ihnen nicht helfen. Das ist für die Gewerkschaft das viel größere Problem, du musst sagen, ja, erstmal musst du einen Betriebsrat gründen, dann führen wir einen Kampf um den Tarifvertrag und dann sagen die, naja, ob ich das jetzt eigentlich, ob ich deswegen zu euch gekommen bin, weiß ich noch nicht so richtig. Ja. Also das ist wirklich viel schwieriger, deswegen sind eben gesellschaftliche Standards ungemein wichtig. Und die Frage der Werkverträge ist eine Hauptseuche der Tarifflucht. Und deswegen haben wir da ja eigentlich einen ganz einfachen Vorschlag gemacht. Wir haben gesagt, für die Werkverträge muss der Tarifvertrag des Kernbetriebs gelten. Dann wird es sofort aufhören. Dann gibt es keine Motivation mehr, wegen Lohn- und Sozialdumping rauszugehen. Ich verstehe noch nicht ganz, warum diese einfache Forderung nicht aufgegriffen wird.
die rechtlichen Fragen, die man immer da rumwälzt, die kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Die mögen manchmal berechtigt sein oder manchmal nicht. Aber Rechtsfragen, haben wir ja gelernt, als gute Marxisten, sind ja auch doch irgendwo Machtfragen. Ja? Und das Recht verändert sich auch, wenn man Dinge auf die Tagesordnung bringt. Und in der Podiumsdiskussion hat mal eine SPDlerin gesagt, dieser Anspruch, Gewerkschaften reichen aus, wenn die die Allgemeinverbindlichkeit beantragen, wird es sofort verfassungswidrig erklärt. Dann muss sie aber eine Kollegin darauf hinweisen, dass das schon mal so war. Dass tatsächlich, bevor die Koalition die Allgemeinverbindlichkeit neu geregelt hat, es ausgereicht hat, wenn eine Gewerkschaft es beantragt hat. Aber es erforderte trotzdem ein Gesetzgebungs-, also ein entsprechendes Verfahren. Aber es war nicht offensichtlich lange Zeit nicht verfassungswidrig. Dann, also die Tarifbindung scheint eine zentrale Frage zu sein. Und mit der Tarifbindung muss man natürlich diese ganzen Formen der Prekarisierung in Angriff nehmen. Unfreiwillige Teilzeitarbeit, Befristungen und. Also das ist praktisch ein Regulierungsteil, der extrem wichtig ist. Der zweite Regulierungsteil ist die Frage der Arbeitszeit. Ach so, bei den Löhnen muss ich noch was sagen. Da kommen wir noch auf ein Problem, das die Kolleginnen hier auch mit aufgeworfen haben. Wir haben bei uns einen extremen Drift zwischen personennaher Dienstleistungsarbeit und industrieller Arbeit bei den Löhnen. Wenn du praktisch im Gesundheitswesen arbeitest, in der Pflege, im Verkauf und, also mit Personen zu tun hast, Dienstleistungen machst, verdienst du im Durchschnitt 10.000 Euro im Jahr weniger, wie wenn du in industrieller Arbeit beschäftigt bist. Es ist ja aber nicht so, dass das weniger qualifizierte Arbeit ist oder du dort weniger leisten oder können musst, sondern das hat sich historisch durchgesetzt, weil das überwiegend Branchen sind, in denen Frauen beschäftigt sind. Und bei uns galt eben sehr lange das Modell des alten Normalarbeitsverhältnisses, Hauptverdiener Mann, Dazuverdienerin Frau. Das ging bis in die 80er Jahre. Heute ist es quasi antiquiert, aber praktisch setzt sich das fort in niedrigeren Löhnen und höherem Prekarisierungsgrad. Und deswegen reicht es nicht aus, gleichen Lohn für gleiche Arbeit zu fordern, sondern du musst quasi gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit fordern. Dann wird es endlich aufhören, dass Frauen durchschnittlich ein Fünftel weniger verdienen als Männer. Das heißt, wir müssen in den Branchen, wo soziale Arbeit gemacht wird, wo personennahe Dienstleistung gemacht wird, müssen wir dafür sorgen, durch eine andere Regulierung, dass die Löhne extrem steigen, weil es unerträglich ist, dass soziale Arbeit bei uns so schlecht bezahlt ist. Dazu brauchst du zum Beispiel einen Pflegemindestlohn. In der Altenpflege haben wir gesagt 14,50 Euro. Wir müssen schnell dazu kommen, dass keine Pflegekraft unter 3.000 Euro verdient. In der Altenpflege ist heute die Norm knapp über 10 Euro im Osten und knapp über 11 Euro im Westen. Also 14,50 Euro ist nicht besonders gut, wäre aber deutlich besser wie das, was wir jetzt hätten. Und natürlich müssen wir dort die Tarifverträge allgemeinverbindlich kriegen, weil da ist es so zerfleddert, also in der Altenpflege, 13.000 stationäre Standorte und nochmal so viele praktisch flexibel, wo die da mit ihrem Smart in der Weltgeschichte rumfahren und die Kranken pflegen. Das sind ja oft eigene Betriebe, Selbstständige, die unter hoher Ausbeutung praktisch diese Arbeit machen. Der zweite Regulierungskreis, der extrem wichtig ist, ist die Arbeitszeit. Und da haben wir zwei Ausgangspunkte, die bedeutend sind. Das erste ist, wir haben praktisch strukturelle Unterbeschäftigung, die wächst. Teilzeitarbeit nimmt zu, Mini- und Midi-Jobs haben zugenommen. Diese ganzen 10-Stunden-Verträge bei H&M, kennt ihr vielleicht, die kriegen nur 10 Stunden angeboten in der Woche. Da steht übrigens zynischerweise in den Arbeitsverträgen noch drin, ich unterschreibe mit dem Arbeitsvertrag, dass mir bewusst ist, dass ich von dieser Arbeit nicht leben kann. Ja, in England, der John ist hier, gab es mal eine Auseinandersetzung um 0-Stunden-Verträge. Da hast du einen Arbeitsvertrag und wirst praktisch völlig
flexibel eingesetzt. Also wir haben strukturelle Unterbeschäftigung. Gleichzeitig haben wir aber auch strukturelle Überbeschäftigung. Das heißt, die Arbeit ist schon entgrenzt für viele Vollzeitbeschäftigte, also kommen nach 40 Stunden immer noch nicht raus, nehmen noch das iPad mit nach Hause und das iPhone in Urlaub, sind dauerhaft erreichbar, können kaum noch Leben und Arbeiten zusammenbringen. Wir haben 1,7 Milliarden Überstunden, die Hälfte nicht bezahlt, Anneli hat es gesagt. Also wir haben eine auseinandergehende Schere. Und das wäre meines Erachtens der zentralste Ausgangspunkt, die generelle Verkürzung und Neuregelung der Arbeitszeit wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Und es ist enorm gut, dass die IG Metall da einen Stein ins Wasser geworfen hat, der aber für eine grundsätzliche Bewegung zu kurz greift. Es geht darum, ein neues Arbeitszeitmodell zu entwickeln, das um die 30 Stunden kreist, sagen bewusst kreist, weil die Leute eben heute sehr unterschiedliche Lebenslagen haben, das auch formulieren. Und wir das verknüpfen mit gesetzlichen Wahlarbeitszeiten zwischen 28 und 35 Stunden. Grundsätzlich bei vollem Lohnausgleich, der natürlich erkämpft werden muss, und notwendigem Personalausgleich. Das erfordert viele Regulierungsformen, damit man sowas durchsetzen kann. Die Mindestarbeitszeit von 22 Stunden haben wir deswegen draufgebracht, weil wir in der Tat dieses Problem haben der Mini- und Midi-Jobs und von vielen Leuten, die unter 22 Stunden Teilzeitverträge haben, damit niemals leben können, niemals auch nur eine minimale Rente ansparen können. Und das besondere Ausbeutungsformen sind. Und das kriegen wir nicht in den Griff, wenn wir nicht mindestens ein Recht, das muss man ja nicht in Anspruch nehmen, aber ein Recht haben auf Mindestarbeitszeiten. Frankreich hat es übrigens, 23 Stunden dort. Und wir gleichzeitig Wahlarbeitszeiten zwischen 22 und 28 Stunden für die Teilzeitbeschäftigten haben. Das würde praktisch eine generelle kollektive Arbeitszeitverkürzung, die für manche dann auch eine Verlängerung wäre, aber davon könnte es leben, mit sich bringen. Und gleichzeitig könnten die Menschen die verschiedenen Lebenslagen stärker an ihre oder die Arbeitszeit stärker an ihre verschiedenen Lebenslagen anpassen. Ich glaube, dass das ein stark mobilisierendes Element ist für neue Arbeitszeitinitiativen. Und zwar stärker mobilisierend, wie wenn man nur einfache Forderungen stellt, 6 Stunden oder was weiß ich, wo einfach die meisten so nicht mehr dahinterstehen, sondern es verbindet quasi die Arbeitszeitansprüche der Menschen ganz stark mit klaren Positionierungen und klaren Regelungen. Und natürlich, da braucht man auch ein Arbeitszeitgesetz dazu, das die Arbeitszeit bei 40 Stunden eingrenzt und nicht wie heute bei 50 oder 60 Stunden. Der dritte Regulierungspunkt, der enorm wichtig ist, ist die Frage der Arbeitsbedingungen. Da haben wir ja gerade gehört, dass wir da ein bisschen zu kurz springen und noch nacharbeiten müssen. Aber der Grundgedanke ist, dass wir, egal wo wir sind, ob du bei Amazon bist, ob du im Krankenhaus bist, ob du in der IT-Bude bist, im Angestelltenbereich oder in der Entwicklung bei Bosch oder Daimler, alle leiden gleichermaßen unter der hohen Arbeitsbelastung, unter Dauerstress und haben das Gefühl, wir sind im Hamsterrad und kommen aus diesem Hamsterrad nicht raus. Und wenn du die Leute fragst, könnt ihr unter diesen Arbeitsbedingungen durcharbeiten bis zur Rente und gesundes Rentenalter erreichen, sagen dir fast alle Menschen, das ist unmöglich. Und deswegen ist es ein Thema, das stark eint, die ganz unterschiedlichen Milieus und die ganz unterschiedlichen Betriebe. Überall besteht Personalmangel und besteht Stress und besteht praktisch Überlastung und Überarbeitung, weil praktisch diese ganzen Steuerungsmethoden, neuen indirekten Steuerungsmethoden und viele andere Dinge für ein völlig neues Arbeitsregime in den Betrieben gesorgt haben und die Ausbeutung, den Ausbeutungsgrad der Beschäftigten dramatisch gesteigert haben. Darunter leiden viele. Das muss man auf den Punkt bringen. Und da haben wir dann einige Forderungen dazu entwickelt, dass du zum Beispiel ein Recht drauf hast, außerhalb der Arbeitszeit nicht erreichbar zu sein. Wir brauchen praktisch eine Anti-Stress-Verordnung,
Wir brauchen vor allen Dingen Prinzipien, dass eben die Arbeit so bemessen wird, dass sie in der tariflichen Arbeitszeit geleistet werden kann und nicht von vornherein eingeplant wird, dass du noch länger sitzen bleibst und auch noch die Arbeitszeit verschenkst. Und das muss verbunden werden mit klaren Rechten, und zwar auch erweiterten Rechten für die Beschäftigten selber, die Vetorechte bekommen müssen gegen Übergriffe auf ihre körperliche und geistige Unversehrtheit. Und dieses Veto muss dann auch bestimmte Mitbestimmung, kollektive Mitbestimmungsrechte in Gang setzen, damit Abhilfe geschaffen wird. Also nicht nur Mitbestimmungsrechte und Rechte für die Betriebsräte und Personalräte, dort braucht man mehr und erweiterte, die haben ja da oft keine, sondern auch Rechte der Beschäftigten selber, die sie in Anspruch nehmen können. Das wäre wirklich eine Erweiterung quasi der Mitbestimmung auf eine nochmal andere Ebene. Ein vierter Regelungspunkt ist die ganze Frage, die ich schon mal ein bisschen angeschnitten habe, der sozialen Arbeit und der Frauenarbeit und der Bedingungen. Da haben wir ja auch wichtige Kämpfe gehabt. Charité zum Beispiel, Mindestbesetzungen von Personal. Ich glaube, dass wir dort praktisch diese Initiativen bestärken müssen und zum Beispiel ein Gesetz brauchen, das klare Mindeststandards für Personalbesetzungen in der sozialen Arbeit formuliert. Aktuell machen wir da auch eine Kampagne dazu. Das muss verbunden werden mit einer Investitionsoffensive im öffentlichen Bereich. Also die ganze Austeritätspolitik, dass man viel zu wenig Geld in Bildung, Erziehung und Gesundheit investiert. Die Große Koalition ist stolz drauf, 11 Milliarden in die Bildung zu tun. Allein die Sanierung der Schulen würde 34 Milliarden kosten. Die Einstellung der nötigen Lehrer und die Sanierung der Schulen 60 Milliarden. Das ist eigentlich eine Bankrotterklärung, wenn da 11 Milliarden investiert werden. Also muss man die Verteilungsfrage neu aufwerfen. Und all das soll natürlich verbunden werden mit einer Demokratieoffensive. Diese Demokratieoffensive muss weitergehen wie das herkömmliche Mitbestimmungsmodell. Es muss die Mitbestimmung erweitern auf die wirtschaftlichen Fragen, also dürfen Betriebe mitbestimmungsfrei verlagert ausgegliedert werden? Dürfen sie einfach aus dem Tarifvertrag verschwinden? Und. Es geht praktisch eine Erweiterung von der personellen bis zur kollektiven Mitbestimmung und wird dann ein Stück weit weiterentwickelt oder angedeutet, so muss man sagen, in ein wirtschaftsdemokratisches Konzept, wo auch die Frage gestellt wird, wer produziert eigentlich wie, in welchem Interesse was. Das wird ein bisschen verbunden mit Ansätzen von Wirtschaftsräten auf der regionalen Ebene. Ich muss zugeben, dass an dieser Frage noch ein bisschen weitergearbeitet werden kann. Ich glaube aber, dass schon eine Klammer quasi dieses neue Normalarbeitsverhältnis ist, die Frage der Demokratie ist. Und als mein roter Schülerkalender, der schon 40 Jahre alt ist, da stand so ein Bild mit einer Schlotfabrik, die es heute so nicht mehr gibt, und da stand ein Schild davor, hier endet der demokratische Sektor der Bundesrepublik Deutschland. Kennt ihr das noch? Wer kennt das noch? Und ich finde, wir sollten nicht nur neu definieren, was normal ist, sondern auch neu definieren, dass Demokratie nur dann Demokratie ist, wenn sie auch in die Wirtschaft, in die Ökonomie einzieht. Wenn sie nicht in die Ökonomie einzieht, bleibt sie nur im Überbau stehen und die ökonomischen Akteure können auf den Überbau immer mehr Druck ausüben wie alle anderen. Und deswegen ist die Demokratiefrage keine Randfrage. Letzte Bemerkung. Das sind viele Teilelemente, für die auch gesondert gekämpft werden kann. Wir glauben aber, dass Schwung quasi für die Auseinandersetzung nur kriegt, wenn man das zusammen denkt. Wenn wir quasi für eine neue Vision der Organisierung und Gestaltung der Arbeitswelt kämpfen und feiten und die auch verankern in der Gesellschaft. Also nicht nur quasi dort eine kleine Verbesserung, dort eine Verbesserung, sondern praktisch ein neuer Wurf. Und wir haben das deswegen neues Normalarbeitsverhältnis genannt, weil wir auch nicht wollen, dass das so eine ferne Vision ist, wo die Leute sagen, ja, mal in einem anderen Leben, sondern wo wir deutlich machen können, wir haben heute so einen großen Produktivitätsstandard, so einen großen gesellschaftlichen Reichtum, der so ungerecht verteilt ist,
dass diese Kriterien völlig verwirklichbar und völlig normal sein müssen. Und die Menschen müssen quasi den Anspruch stellen, dass das die neue Normalität ist, für die sie kämpfen können. Danke für eure Aufmerksamkeit. Applaus